Gut, dann würde ich sagen, dann können wir gerne starten mit Micha über. Achso, dann würde ich noch mal kurz Bescheid sagen. Genau, ich gehe noch mal kurz die Runde, dass wir hier gleich weitermachen. Dass wir ein bisschen das reinholen. So, wir würden da weitermachen. Genau, zur Info, weil. Nee. Genau, wir sind im kleinen Mühe behind schedule, wie das so ist auf solchen Events. Genau, sind, glaube ich, noch hier ein, zwei Leute um die Ecke, aber geht gleich los. Und ja, genau, vielen Dank. Ja, dann, also zum Hinweis nochmal, die Präsi sozusagen, die habe ich gestern, wie gesagt, beim KI-Dev-Austausch bei Queo gehalten mit einem anderen Kollegen, deswegen steht da noch ein anderer Name und ein anderes Datum. Ich hatte jetzt noch keine Zeit, das anzupassen. Den Vortrag, den wir gestern gemacht haben, der war so 50 Minuten. Ich versuche das mal ein bisschen zusammenzudampfen und auch die Demo ein bisschen kürzer zu machen. Aber die Folien sind quasi noch die gleichen, deswegen werde ich ein bisschen überspringen sozusagen. Ganz kurz zu mir. Ja, meine Firma, die Uyami GmbH, uns gibt es seit 2012. Wir sind zu acht und machen ja vorrangig Corporate Websites mit Neos und Typo 3. Das vielleicht schon zum Hintergrund. Und wir sind sehr PHP-lastig unterwegs, also Shopware Symfony. Das ist so unsere Baustelle. Ich mache Softwareentwicklung seit 2000, habe da also auch schon ein bisschen was gesehen. Gestern habe ich nochmal das Publikum gefragt, wer so Neos kennt und wer nie, und habe kurz das Backend erklärt. Ich denke, das muss ich hier nie machen. Genau. Was uns aufgefallen ist bei den Projekten, also wir haben seit 2021 ungefähr Neos gemacht und haben so circa 25 Projekte umgesetzt, produktive. Und was wir oft als Feedback gekriegt haben, beziehungsweise auch selber gemerkt haben, ist, dass halt Redakteure sich sehr schwer tun, sobald wir was ausliefern, also sobald wir eigentlich technologisch gesehen fertig sind mit dem Projekt, also alle Designs, Templates, was auch immer, ist quasi durch, dass die Redakteure halt sehr, sehr träge nur sind, was Inhaltspflege angeht. Das heißt, also die tun sich schwer, sehen dann erstmal, okay, wir haben ja die Inhaltselemente, da passt mein Content gar nicht dazu. Also, ne, in welcher Form muss ich das einbauen? Die Zulieferungen, die die kriegen, sind teilweise irgendwie intern PowerPoints oder PDFs oder Word-Dokumente, die die dann versuchen müssen, in Content-Elemente im CMS zu übersetzen. Und manchmal starten die halt auch so auf einer weißen Seite. Also die haben irgendwie die Aufgabe gekriegt, wir müssen ein Produkt vorstellen oder was auch immer. Und es gibt halt einen Titel und ein bisschen eine Beschreibung dazu, aber du musst jetzt eine ganze Website draus bauen. Du hast irgendwie 20 verschiedene Content-Elemente und drei Seitentypen zur Auswahl. Jetzt such dir mal was aus und mach das mal schick. Und das fällt halt vielen sehr schwer, sodass wir gedacht haben, wir sind eigentlich schon bei 80, 90% vom Projekt und die müssen jetzt nur mal noch ein paar Contents reinwerfen und dann kann es live gehen. Haben sich aber herausgestellt, rein von der Zeit her, die man braucht, sind wir eher so bei 50%. Also weil wir vielleicht 3 Monate gebraucht haben, die Website zu implementieren, und dann brauchen die nochmal 3 Monate, um nur noch ein bisschen Content reinzuwerfen. Das ist so die Kundenseite. Das haben wir selber gemerkt, was für uns natürlich sehr schlecht ist, weil wir beim Abrechnungsmodell bei uns in der Firma das so machen, dass wir die Abschlussrechnungen erst stellen, wenn die Seite live gegangen ist. Was natürlich blöd ist, wenn der Kunde dann 8 Monate braucht, um seine Contents da reinzupflegen. Und natürlich auch für die Kunden ist das blöd, weil in der Schulung kriegen die gezeigt, okay, so geht das, das ist die Seite, so könnt ihr das bauen, ein paar Demo-Inhalte drin, die freuen sich, sind total hyped sozusagen, weil die denken, ach cool, ne, jetzt, dann pflege ich noch 2 Wochen Content ein und dann geht das Ding live. Und dann stellen sie halt fest, ach Mist, das ist noch und dort fehlt noch Input und überhaupt hat der Designer viel zu viele Bilder vorgesehen oder da sind noch Videoelemente drin, wir haben gar keine Videos, die müssen wir erstmal erstellen lassen. Und dann geht das los, müssen wir jemanden suchen, der das macht und so weiter. Also der Zeitraum ist einfach sehr, sehr lang. Und das, wie gesagt, kam sowohl bei uns negativ an, als auch eben bei den Kunden tatsächlich, die dann gesagt haben, ja, ist alles Mist. Und wenn man dann Feedback kriegt, sei das jetzt live, was war gut, was war schlecht, naja, hat ewig gedauert, aber 50% der Zeit ist halt durch Contentpflege draufgegangen. Und die andere Seite ist sozusagen, wir nutzen bei uns, und ich denke, das ist ja bei euch nie anders, auch jede Menge Tools, die teilweise die Redakteure schon selber nutzen, ne? Also ChatGPT oder andere Bots, Bildgeneratoren oder jetzt relativ neu auch eben sogar Video- und Audio-Möglichkeiten, um das automatisch zu generieren. Und die nutzen die schon selber, diese Tools, lassen sich halt Contents generieren, lassen sich Strukturierungen machen, wie kann ich meine Website aufbauen, was kann ich da für Gliederungspunkte vielleicht reinbauen oder ganze Texte schreiben. Kopieren das dann aber eben hin und her. Also die kriegen vielleicht irgendwelchen Input oder haben sich vorher was im Word oder im Notepad oder wo auch immer aufgeschrieben, pasten das in diese Tools rein, da kommt irgendwas, dann chatten sie ein bisschen mit dem rum, dann kopieren sie das raus ins CMS, dann müssen sie es aber nochmal umformatieren und ja, alles ein bisschen nervig. Und bei den Medien im Endeffekt noch ein bisschen nerviger, da muss man nämlich die Medien, die man da generiert gekriegt hat, erstmal auf seinen Computer laden und dann ins CMS laden und dann aus der Medienbibliothek verwenden. Ist halt auch so nicht so richtig der Flow, sag ich mal.
Deswegen unsere Anforderungen zusammengefasst. Wir wollten was haben, was Texte und Bilder generieren kann. Es sollte direkt im Neos Backend sozusagen passieren, ohne dass ich eben viel hin und her kopieren muss. Und es soll vor allem den gewohnten Workflow nicht verlassen. Also in der Präsi gestern hatte ich eben gezeigt, naja, Neos hat diese schöne Formatierungsleiste sozusagen, wo meine ganzen Buttons drin sind. Ich kann den Text markieren, ich kann den irgendwie bearbeiten, ich kann eine Liste erzeugen, den fett machen, was auch immer. Und diesen Workflow wollten wir halt nicht irgendwie verändern. Also weil die Redakteure, die das Neos schon kennen, oder Redakteure, die jetzt mal in unserem Fall zum Beispiel vorher Typo 3 gesehen haben oder WordPress oder Joomla oder keine Ahnung, die finden halt genau diese Art von WYSIWYG-Editor halt ziemlich cool. Und das ist auch das, also einer der USPs, sage ich mal, warum die Leute sich entscheiden, warum wir Neos nehmen für das Projekt und zum Beispiel nie Typo 3. Also gerade am Anfang haben wir den Kunden halt beides gezeigt und haben gezeigt, pass auf, ein Typo 3 Backend sieht so aus anhand einer bestehenden Seite und ein Neos Backend sieht so aus anhand einer bestehenden Seite. Und für uns ist es kostenneutral, egal mit welcher Technologie wir das umsetzen, such dir was aus, was dir am besten gefällt. Und nach 5 Minuten haben die Leute gesagt, okay, über Typo 3 brauchen wir nicht mehr reden, wir nehmen mit den Neos. Wie geht denn das und was können wir da alles machen? Und wie gesagt, genau dieses Argument, also dieses Pro-Argument für diese Backend-GUI, die wollte man halt nicht kaputt machen, weil der Workflow eben tatsächlich sehr, sehr gut ankommt und das natürlich auch für uns ein Pro-Argument ist im Verkauf. Deswegen, wie gesagt, also Sachen direkt sehen, die Werkzeuge direkt on-hand zu haben und nicht so einen, sag ich mal, krüppeligen RTE, ich weiß nicht mehr, Typo 3 so kennt von euch, im Backend irgendwie zu haben. Genau. Natürlich waren wir nicht die Ersten, die Idee hatten, irgendwie KI zu integrieren. Deswegen gibt es auch den Neos Sidekick, wenn ihr das schon mal gesehen habt. Der integriert sich hier so rechts, quasi wie so ein Chatfenster. Und man hat hier unten noch so ein paar, also zum Beispiel Schreibstil und Verhalten, die man auswählen kann, wo man quasi den Chatbot ein bisschen mit extra Attributen sozusagen sonderpromptet. Und man kann eben die Texte, die dann zurückgekommen sind, also diese Liste, die jetzt hier kommt, die könnte man dann da rüber copy and pasten und sich halt damit sozusagen Content generieren lassen. Das hat schon mal den Vorteil, dass man halt nicht die Applikation verlassen muss. Also ich muss jetzt nicht zu ChatGPT oder zu irgendeinem anderen Fenster oder Tab springen. Aber ja, hat jetzt uns und auch die Redakteure, denen wir das so gezeigt haben, noch nicht so richtig überzeugt, weil die halt immer noch so dieses Copy and Paste Problem quasi haben. Ne? Also die müssen halt immer noch hier quasi chatten und das hat den Vorteil, dass man halt seinen Content auch weiterentwickeln kann, iterativ. Aber das, was da zurückkommt, ja, muss man halt drüber kopieren. Wir haben was gebaut, was aus zwei Teilen besteht, und zwar logischerweise die Backend-Neos-Komponenten und dann zum einen oder zum anderen noch so eine Middleware. Die Middleware, ich hatte schon gesagt, wir sind sehr PHP-lastig unterwegs, ist auf Basis von Symfony erstellt worden und wir haben den Plan sozusagen, dass wir natürlich mehrere Instanzen mit der Middleware bedienen können. Deswegen findet sich da drin eine Account-Verwaltung. Man kann halt Accounts anlegen, API-Keys erstellen, die man dann in der Neos-Erweiterung einträgt. Und die Kommunikation mit diesen ganzen KI-Tools, die wir ansprechen, die passiert natürlich dort. Also die bieten halt REST-APIs an, OpenAI oder Flux oder Ideogram oder was auch man auch immer jetzt verwenden will, ist erstmal egal. Diese Abstraktion findet sich quasi dort und selbst bietet die Middleware auch wieder eine REST-API an, die dann von der Neos-Extension angesprochen wird. Und der andere Teil, das brauche ich hier, denke ich, nicht so weit zu erklären, ist halt der CK-Editor und React-Komponenten im Neos-Backend. Wir haben das beim Bildelement integriert in die kontextsensitive Text-Toolbar und noch einen modalen Dialog für ja, so Details sozusagen, also wenn jetzt noch mehr Properties eingestellt werden können für die Requests, die da rausgehen. Genau, ich würde es euch mal kurz zeigen. Wie gesagt, über das Neops brauche ich ja jetzt hier nie so viel reden. Wie sieht das Ganze aus? Also Standort Neos, hier oben findet sich so die Integration sozusagen für die Textarbeit. Und was ich jetzt halt machen kann, ist, ich kann jetzt hier meinen Prompt eingeben und sowas schreiben wie, schreibe 2 bis 3 Absätze über das Format eines Barcamp. Jetzt habe ich hier ein paar Optionen drin sozusagen, also Standardaktionen, die ich machen kann. Die letzten beiden sind ausgegraut, weil die noch ein bisschen buggy sind gerade. Da sind wir mit dem Prompting noch nicht so weit, dass uns das gefällt. Ansonsten kann man halt hier, ja, ich sag mal so Standardaktionen machen, Text übersetzen oder die Tonalität des Textes ändern, zusammenfassen, Ausformulierung, solche Dinge. Wenn ich den Prompt jetzt mal ausführe, kommt so eine kurze Warteanimation und dann kommt halt der Content hier zurück und ja, der ist dann direkt in dem Content-Element sozusagen drin. Und ich kann jetzt hier auch einzelne Sachen markieren und Sachen umformulieren. Wie gesagt, ist alles kontextsensitiv und ich kann halt mit dem Text direkt interagieren. Also es ist wirklich wie ein Werkzeug.
Genau, was ich auch machen kann, ist, ich kann natürlich hier auch Bildchen erzeugen, die ja, ich auch quasi prompten kann. Eine Gruppe von Entwicklern als Zuschauer bei einer Konferenz. Ja, jetzt wird ein Bild generiert, das dauert natürlich unter Umständen einen Moment länger als der Text und das ist auch noch eine Sache, die uns ja, vom Ablauf her sozusagen noch nie so richtig gefällt. Genau, zu den Pros und Cons komme ich gleich noch. Das kann man jetzt, ich will nur mal den Workflow im Backend sozusagen zeigen, den kann ich jetzt hier verwenden. Und dann ist das Bild da direkt drin. Also wir importieren das Bild in die Medienbibliothek und verwenden das an der Stelle, sodass ich eben dort auch nicht, ich muss mich quasi nie kümmern, wie das Binary da reinkommt oder wie ich das verwende und so weiter. Das wollte ich nur zeigen. Genau. Wir haben noch ein anderes Modul, was Alttexte für Bilder in der Medienverwaltung generiert. Aber wie gesagt, würde ich gleich mal zeigen. Also beziehungsweise nie explizit zeigen im NERF, sondern nur darauf eingehen. Ja, was wir so mitgekriegt haben, also genau, generell vielleicht noch, habe ich vergessen zu sagen, wir sind jetzt noch in einer Prä-Beta-Phase, also wir haben das Tool soweit gebaut und sind jetzt aber im Ausprobieren und auch im Austausch mit den Redakteuren, deswegen sind wir halt gerade dabei, viel Feedback und Learning einzuarbeiten und deswegen stelle ich es auch hier mal vor, weil mich halt auch das Feedback von anderen Entwicklern interessiert und wie ihr das vielleicht auch als Leute, die, haben wir gerade gemerkt, sehr viel tiefer auch im NERS-Core vielleicht drin sind, was ihr so dazu sagt, ob ihr noch Ideen habt, genau, deswegen. Unsere Learnings bisher sind, das habt ihr ja gerade schon gesehen, die Bilder, die Dolly generiert, also aktuell ist ChatGPT angebunden, was den Text angeht und auch Dolly, was die Bilder angeht. Und die Bilder, die Dolly generiert, die sind halt eher crap, habt ihr ja gerade gesehen. Also die Crowd von Entwicklern sah halt sehr comicbuchmäßig aus. Die Bilder sind halt sehr schlecht für uns, also aus unserer Sicht sozusagen. Und wir sind jetzt gerade noch dabei, die APIs von Flux und von Ideogram anzubinden, weil die Bildqualität dort halt wesentlich besser ist. Also bei dem Bild, was ich da generiert habe, da könnte man dann bei Ideogram sehr schön, einfach, also können wir da nochmal machen aus Spaß, im nächsten Slot, kann man halt sehen, dass die Bilder wirklich sehr viel besser sind. Deswegen werden wir das tauschen. Dann, das haben wir gemerkt, gerade wenn wir uns mehr Texte generieren lassen oder wenn halt komplexere Aktionen angefragt sind, sowas wie was ausformulieren, also irgendwie Dinge halt dazu generieren, dann dauern diese Requests, also die Response Times sozusagen, sind halt relativ hoch, weil man kennt das ja, wenn man bei ChatGPT auch sich längere Sachen generieren lässt, dann kommt das ja so einzeln als Stream an. Ne? Und genau diese Wartezeit, die dort keine Wartezeit ist, weil die GUI halt schon einzelne Wörter liefert und man schon mitlesen kann, die haben wir hier aber aktuell nie, weil wir in der API nie den Stream-Teil benutzen, sondern wir warten halt auf die komplette Response und schicken dann den kompletten Text in das Element rein. Und das ist, also haben wir uns gedacht, ist erstmal technisch einfacher, deswegen haben wir es so implementiert, ist aber natürlich für die Usability halt, für die User Experience eher schlecht, weil die Wartezeit halt viel zu lange ist und der gar nicht da ist. Ne? Sondern man sieht nur die drei Punkte, die da laden und das ist halt extrem blöd. Deswegen werden wir den Teil noch umbauen und die Stream-Möglichkeiten nutzen. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob das auch bei den Anthropic-Modellen zum Beispiel so gleich funktioniert über die API, das müssen wir noch mal probieren. Aber zumindest bei OpenAI geht es auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, die Wartezeit ist unter Umständen sehr lange und deshalb müssen wir da halt irgendwie GUI-mäßig noch eine bessere Möglichkeit finden. Was wir jetzt schon gemacht haben für einzelne Aktionen, ist die Modelle zu ändern. Also die Flash-Modelle oder die Mini-Modelle sind halt wesentlich schneller für bestimmte Aktionen und die Textqualität, die da zurückkommt, ist halt nie wesentlich schlechter. Und das ja, macht dann halt einfach auch was aus, wenn man die nimmt. Aber wir planen auch, dass man quasi in dem Middleware-Teil pro Kunde einstellen kann, welche Modelle man verwenden will. Also will man eben zum Beispiel Dolly als Image-Generierungs-Backend haben oder will man Ideogram oder will man Flux oder will man keine Ahnung was haben. Und auch bei den Textmodellen soll es einstellbar sein. Da kann man eben sagen, hey, will ich jetzt meinen GPT-4 nutzen oder will ich halt meinen GPT-4 Mini haben oder will ich lieber Anthropic benutzen, weil das halt besser ist. Ja, oder Gemini-Modelle, keine Ahnung. Also das soll noch einstellbar sein. Soweit sind wir aber noch nicht. Dann, was wir auch gemerkt haben, ist, gerade durch die hohe Wartezeit, wenn man jetzt komplexe Anforderungen hat und wenn der Redakteur schon so grob im Plan hat, okay, ich brauche halt hier einen Text und da einen Text und hier noch ein Bild und da noch ein Bild, dann kann man natürlich auch mehrere Prompts gleichzeitig eigentlich absetzen. Das unterstützen wir aktuell noch nicht, sondern aktuell ist es quasi immer nur möglich, ein Element zu prompten und dann auf die Response zu warten.
Das wollen wir halt noch so umbauen, dass diese Ladeanimation quasi pro Moment, pro Content-Element einzeln abläuft. Sodass man halt sagen kann, ich prompte quasi einen Text und generiere mir, während der Text generiert, weil das von mir aus 50 Sekunden dauert, kann ich mir schon mein nächstes Bild prompten in der Zeit. Das würde aktuell quasi noch nie funktionieren. Aber das soll auch noch so eine Möglichkeit sein, halt wirklich sehr, sehr schnell mehrere Elemente zu erstellen gleichzeitig. Dann haben wir von Kunden relativ schnell auch das Feedback gekriegt, dass die halt gerne ihre Custom-GPTs anbinden wollen, weil die so Corporate Wording nutzen für ihre Website. Das heißt also, die haben halt schon Dokumente, Präsentationen, irgendwelche Publikationen, wo die halt spezielle Wordings einfach haben. Ne? Also ein Gartenbauunternehmen hat halt ein anderes Wording als Leute, die Statik für Brücken berechnen, das hatten wir gestern das Beispiel, oder als der Malermeister Klecks, der halt seine Website generiert. Die haben halt ganz anderes Wording, ne? Also meinetwegen eine Grünfläche, Grünflächenpfleger, die verstehen halt unter Bank was anderes als eine Bank. Ja, das ist halt so, je nachdem, und das muss man halt dem Modell sozusagen mitgeben, und deswegen sagen die Leute, wir brauchen da eigentlich unseren Custom-GPT, den die, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon in den Screenshots drin, auch jetzt teilweise benutzen, um sich Content zu generieren. Das geht über die API nicht, das kann man aber über die Assistant-APIs machen. Das wollen wir quasi auch noch einbauen in die Mittelware, dass die Kunden da quasi ihre ganzen Dokumente reinladen können, um den Bot zu trainieren auf das Wording, was die intern benutzen, damit der Text, der dann rauskommt, auch wirklich zu denen ihrer Welt passt. Und das Gleiche natürlich auch noch für Bilder. Also manchmal gibt es ja auch Corporate-Bildwelten, wo die halt sagen, ja, wir sprechen die Kunden sehr emotional an oder wir haben halt immer ganz tolles grünes Licht oder ne, unser Logo ist halt blau und deswegen muss alles irgendwie einen blauen Schimmer haben, keine Ahnung. Das kann man dann halt dort natürlich auch prime, damit die Bilder, die da generiert werden, irgendwie cooler sind. Also das ist so dieser System-Prompt und User-Prompt-Anteil und da kann man das halt schon vorher in der Middleware hinterlegen. Das ist der Plan. Weitere Features, wie gesagt, was schon drin ist, ist, wir können Alttexte generieren für die ganze oder für Teile der Mediengalerie. Das war auch von Kunden angefragt, denn ab nächstes Jahr gibt es ja neue Anforderungen, was so Barrierearmut angeht, was Webseiten wichtig ist aus rechtlicher Perspektive. Und wir haben halt manche Kunden, die gesagt haben, naja, für 1400 Bilder im System würden wir gerne nie unbedingt jedes Bild anfassen und da einen Alttext eintragen, sondern wir würden das halt gerne durch KI machen lassen. Und das haben wir halt ein Backend-Modul gebaut, was genau das macht. Kann quasi einfach Bilder per Checkbox auswählen, für die das gemacht werden soll und dann schickt mir die weg und über die API kommen halt neue Alttexte zurück, die dann natürlich auch wieder geschrieben werden. Genau, geplante Features war auch ein Kundenwunsch, dass man per Spracheingabe das machen kann. Also man hat einfach Speech-to-Text noch dazwischen sozusagen, was man über KI-Modelle ja auch sehr komfortabel nutzen kann. Mir war auch nie klar, dass Leute im Auto quasi Texte für ihre Website einsprechen, aber offensichtlich passiert das. Deshalb, ja. SEO-Angaben erzeugen war noch so ein Move, den auch Leute nachgefragt haben. Also wenn sie ihre Seite komplett generiert haben, wollen sie quasi so eine Art Button im Backend haben und sagen, hey, jetzt den Description-Text oder die Keywords, die sollen halt bitte automatisch generiert werden. Ja, das wäre halt einfach möglich, indem man die gerenderte Seite dann hinschickt, damit die ganzen Kontextinformationen, also H1-Auszeichnungen oder sowas, damit dabei sind für die KI. Und dann ist es natürlich für die KI auch relativ leicht, daraus Texte zu generieren. Deswegen haben wir das mit aufgenommen. Und was dann der nächste, für uns zumindest gesehen, logische Move ist, ist halt nicht nur ein einzelnes Element, also ein einzelnes Bild und ein einzelnes Text zu generieren, sondern, da sind wir wieder bei der JSON-Struktur, die ja im NEOS gespeichert wird, wir können natürlich auch dazu sagen, hey, wir haben halt bestimmte Properties, die aus den YAML-Definitionen hervorgehen und die haben bestimmte Namen, die kann man vielleicht noch annotieren mit einer neuen Property dazu und kann eben sagen, hey, Item 1, Item 2, Item 3, das ist eine blöde Benennung, ne? Das versteht die KI nie, müsste man halt sagen, okay, wir haben eine Headline, wir haben eine Subheadline, wir haben dies und das und wenn man seine Property so nicht benannt hat, warum auch immer, dann kann man die mit einer Annotation noch zusätzlich quasi annotieren und dieses Konstrukt wollen wir auch auslesen und der KI mitgeben und eben sagen, pass auf, unsere NEOS-Instanz hier, also NEOS ist ja sehr individuell pro Instanz, je nachdem, was ich für Content-Elemente gebaut habe, besteht halt aus den 10 oder 20 Content-Elementen und die sind in der Form aufgebaut. Die haben also diese Properties, ne, Headline, was weiß ich, dieser Bild, ein Linktext, ein Linkziel oder sowas. Und auf der anderen Seite haben die eben Dokumente, PDFs, wie gesagt, PowerPoint, Word-Dateien, wo halt bestimmte Medien und Texte drin sind und das kann die KI natürlich schön matchen und halt sagen, ach cool, ich finde halt hier einen Text und ein Bild und eine Headline dazu, dann kann ich das also übersetzen in ein Headline-Element und ein Element Text mit Bild. Und das soll noch ein Teil der API werden, wie wir programmatisch quasi ganze Content-Elemente erstellen und damit eine ganze Seite aufbauen. Das jetzt noch kombiniert mit der Spracheingabe und man könnte sich sowas vorstellen wie, ja, liebes NEOS, erzeug mir mal eine neue Seite vom Typ
Blogartikel von mir aus oder vom Typ, was weiß ich, Produktvorstellung oder Referenz. Und das Dokument, mein PDF, nimmst du jetzt mal bitte und legst mir mal Zeugs an. So, das wäre quasi die Ausbaustufe davon. Wie gesagt, Corporate Wording und Corporate Imaging über die Assistant API in Cobalt laden, das ja, ist mehr eine Fleißaufgabe als jetzt was technisch Schwieriges, sage ich mal. Logischerweise, was immer wichtig ist, ist Fakten checken, gerade wenn man sich mehr Sachen generieren lässt. Also beim Zusammenfassen eher kein Problem und auch beim Umformulieren kein Problem. Da, wenn ich jetzt aus dem Fließtext eine Liste mache oder andersrum, ist es meistens nie das Problem. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe, wie vorhin, schreibe mir mal zwei Absätze über das und das, dann muss man natürlich auch nochmal die Sachen gegenlesen. Also wäre jetzt für Redakteure nie so schlau, wenn man das einfach verwendet. Auch aus der Perspektive SEO, komme ich gleich nochmal dazu. Das wird nämlich schlechter bewertet, wenn die Suchmaschinen quasi feststellen, oh, die komplette Seite ist KI generiert, dann wird die automatisch abgewertet, jetzt schon. Deswegen Texte nachbearbeiten, auch wenn da viel zurückkommt, macht halt Sinn. Aber gerade so, um dieses, sage ich mal, kreative Schreibproblem zu umgehen, ich sitze halt vor der weißen Seite und weiß nicht, was ich machen soll. Das ist halt viel einfacher, wenn die Leute quasi schon einen Bestandstext kriegen, in dem sie dann Änderungen vornehmen können oder wo sie selber auch was kürzen können. Deswegen ist das aus unserer Sicht so der Workflow, der Schritt, der notwendig ist, um noch Nacharbeiten zu machen. Und was wir auch mitgekriegt haben als Feedback ist, manche Leute nutzen quasi, obwohl das Neo so schön ist, tatsächlich nie das Backend, um Content zu generieren, sondern die machen das im Excel oder in ihren SEO-Tools, also im was auch immer, weil die halt dort irgendeinen Workflow haben. Ne? Da kommt irgendjemand, der eine Idee hat oder der sagt, ich muss eine Seite über das und das machen. Also Beispiel, ne? Wir hatten jetzt, wir haben mitgearbeitet in einem Projekt einer großen Krankenkasse in Deutschland und die haben manchmal so Anforderungen, wie wir möchten gerne ein Thema, was weiß ich, die Schutzimpfung für XY, ja, oder die Leistung, wir haben irgendeine tolle Radfahrprogramme unterstützen und dafür brauchen wir Content. Da gibt es also eine Anforderung aus der Fachabteilung, dann sammelt jemand im Rechercheprozess quasi Sachen dazu, dann wird es nochmal Lektorat gemacht, ob der Text so inhaltlich passt und ob das halt gut formuliert ist, dann kommt nochmal jemand, der SEO dazu macht und das geht dann als, keine Ahnung, Word oder sowas zu jemandem, der das einpflegen soll im CMS. Aber dieser ganze Vorprozess, der passiert quasi außerhalb des CMS. Was natürlich schlecht ist, weil dann würden jetzt unsere Tools überhaupt nicht helfen, sondern die bräuchte man dann halt im Word oder im was auch immer. Also ja, wenn Leute halt einen Prozess haben, der völlig außerhalb des Neos passiert und die Neos quasi nur noch als letzten Schritt nehmen, um Copy and Paste zu machen von ihrem komplett fertigen Zeug, dann würde das Tool natürlich, also dann hilft unser Cobalt nie. Genau. Ja, rechtliche Aspekte, das ist noch was, also zumindest für mich jetzt auch verhältnismäßig neu ist. Ich weiß nicht, wer hat sich von euch schon mal mit dem AI Act beschäftigt? Den EU AI Act, hat es schon mal jemand gelesen? Die Dokumente dazu? Nee. Okay. Gestern in der Crowd waren das ein paar. Das ist aber gut. Ja, was da unter anderem drin steht, ist, dass man aus Transparenzgründen für die Benutzer die Sachen auszeichnen muss. Das heißt, also es muss sowohl eine maschinenlesbare Auszeichnung geben für KI-generierten Content, als auch eine optische Auszeichnung. Ne? Also ich als Nutzer muss das sehen, aber wenn jetzt irgendein Bot kommt, eine Suchmaschine oder was auch immer, muss das auch maschinenlesbar sein, dass da KI-generierter Content drin ist. Jetzt ist es im Web noch relativ einfach, weil ich könnte mir sowas vorstellen, wie man macht eine Meta-Angabe dran. Ich mache ein Data-Attribut an den Absatz und sage halt, hey, hier, das ist KI-generiert. Oder ich mache einen Meta-Tag in den Head von der kompletten Seite und sage, da ist KI-generierter Content drin. Soweit so einfach. Bei Bildern ist es noch einfacher, da kann man es einfach in die Metadaten des Bildes reinschreiben. Was die automatische, also maschinenlesbare Auswertung angeht, für die nutzerbasierte Auswertung müsste man es wie heute machen bei so einem Bildnachweis oder so einer also kleinen Text-Overlay oder was auch immer, so eine generierte Seite, Bildnachweise, das ist KI, das ist Stockfoto, was auch immer. Aber ja, wie gesagt, das wird ab August 26 notwendig sein, dass man ja, da aus Transparenzgründen halt diese Auszeichnung macht. Die Anbieter, witzigerweise, also sowas wie Dolly oder Ideogram oder was auch immer, die werden zukünftig diese Informationen selber schon in die Metadaten der Bilder einfügen, wenn die das generieren. Schwieriger wird es natürlich bei Text. Also es gibt eine Technologie von OpenAI, die gibt es schon seit über einem Jahr, die das auch macht. Die generieren quasi für den Menschen unsichtbar bestimmte Wortkombinationen oder bestimmte Satzkombinationen oder was auch immer in diesen Text rein, sodass die hinterher wieder feststellen können, dass es KI generiert. Die haben das aber nicht in ihren Produkten drin, aus Gründen, denen sie auch diese beschreiben in dem Blogartikel. Früher oder später wird es aber unter Umständen von der EU eine Verordnung geben, wo man das machen muss tatsächlich. Und das wird bei anderen Formaten, also wie gesagt, im Web kein Problem, ne, kann ich mit Metadaten relativ leicht machen. Aber wenn ich jetzt so eine Präsentation habe wie die hier und ich habe jetzt KI-generierte Texte drin, dann ja, wird es schwierig. Ne? Oder wenn ich halt ein PDF-Dokument habe,
Das wird sich noch zeigen. Ja, gibt es noch keine Rechtsprechung dazu. Wie gesagt, ist erst dieses Jahr rausgekommen. Kann man sich mal angucken. Die großen Netzwerke, also YouTube, TikTok und alles von Meta, die haben in ihren Nutzungsbedingungen jetzt schon so eine Pflicht drin, dass man KI-generierten Content entsprechend markieren muss. Sprich also, wenn ich da was reinlade, wenn ich bei LinkedIn einen Post mache oder sowas, dann kommt auch immer schon so ein Häkchen, dass ich da meinen, oder bei Facebook zum Beispiel, dass ich da mein Häkchen machen muss, ja, da ist KI-generierter Content dabei, vor allem dann, wenn das realistisch aussieht. Ne? Also klar, wenn ich mir jetzt Comics generieren lasse oder ja, irgendwas, wo man schon weiß, rein vom Optischen her, das kann nichts Reales sein, dann ist das auch eine andere Hausnummer. Wenn ich jetzt aber was nachstelle, also gerade so Prominente oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, dann ist es natürlich wichtig, um einfach Fake News vorzubeugen. Also das ist so die Idee, die dahinter steht. Und das spielt dann natürlich bei redaktionellem Content eben auch eine Rolle. Man stelle sich vor, ich bin eine Nachrichtenseite und generiere mir halt irgendwelche Inhalte und poste jetzt irgendwas raus. Ja, das muss natürlich bei der Entwicklung von solchen Tools dann immer mit beachtet werden, deswegen habe ich das hier auch drauf. Wer sich dann mit noch nie beschäftigt hat, macht das mal. Es gibt so eine Einstufung nach Risikoklasse von diesen KI-Diensten und je nachdem, welche Branche man ist, also so ÖPNV, Banken, Gesundheitsgeschichten, also die erwähnte Krankenkasse wäre da dabei. Und alles, was mit Buchungen zu tun hat, also da, wo irgendwelche Prozesse ablaufen, also hier so Hotelbuchungen oder so, was wir vorhin hatten, die fallen da unter Umständen in eine höhere Risikoklasse und da gelten diese ganzen Regeln auch schon ein bisschen eher, also schon ab August nächsten Jahres. Deswegen schaut euch das mal an. Ist, denke ich, nie verkehrt. Normale redaktionelle Inhalte fallen aber nie in diese Hochrisikoklassifizierung. Deswegen hat man noch ein bisschen länger Zeit, was auch, denke ich, ganz sinnvoll ist, weil, wie gesagt, da gibt es noch keine Rechtsprechung dazu. Ja. Genau. Soweit, so gut. Genau, war es, glaube ich, erstmal zur Vorstellung. Genau, Sebastian hat schon gesagt, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wie gesagt, ich habe es mal versucht, ein bisschen zusammenzudampfen. Gestern habe ich irgendwie 50 Minuten gebraucht für den Teil. Ich hoffe, ich war nicht zu schnell. Ja, mich würde interessieren, was sagt ihr jetzt erstmal so dazu, zu der Idee, zum Tool, die Integration? Findet ihr das sinnvoll? Könntet ihr euch das vorstellen für Projekte? Würdet ihr sagen, das macht für Redakteure Sinn oder ist eher nette Spielerei, bringt aber keinen großen Mehrwert? Also ja, mich würde da eure Meinung interessieren. Also erster Eindruck, ich finde es eine coole Sache. Das Problem mit den Inhalten beobachten wir bei unseren Kunden auch. Das aus meiner Sicht Hauptproblem ist, wie gesagt, das komplett Neugestalten der Seite, was ja erst später dann angeht, wenn es halt auch wirklich in Content-Elemente reinfließt, die der Redakteur nicht schon vorausgewählt hat, dann wird es richtig spannend, wenn es nicht nur der Text ist. Aber das sieht schon sehr cool aus und die fast spannendste Frage, werdet ihr es der Community zur Verfügung stellen? Also wird es eines der ersten KI-Extensions für Neos werden, die sozusagen für alle verfügbar sind? Oder was sind da eure Gedanken? Genau, also jein, der ganze Neos-Teil, da wird Open Source sein und wird public gestellt werden. Und die URLs, die werden dann auch in irgendeiner, also die URLs zu der Middleware sozusagen, die wir ja betreiben, die stehen halt dann in irgendeiner Config drin. Und wer das jetzt möchte, wer jetzt sagt, nee, ich will halt nie, also ich zeig's gleich noch, wir haben natürlich einen Service daraus gebaut, den wir quasi auch verkaufen damit, weil sich das ja irgendwie finanzieren muss. Ne? Die Tokens, die man da verbraucht, kosten ja Geld. Aber wer jetzt sagt, nee, er will halt diese Middleware von uns nie nutzen, er will das gerne selber machen, der kann dann auch die Extension nutzen und die Backend-Integration sich angucken und auch erweitern und keine Ahnung. Also der Teil wird Open Source sein, die Middleware nicht, logischerweise, weil das ja, ist halt unser Ding dann sozusagen. Genau. Also dieser Symfony-Teil bleibt closed, aber der Neos-Teil wird Open Source, ja. Genau. Ist, muss ich ehrlich sagen, natürlich alleine betrachtet jetzt so erstmal noch nie sinnvoll verwendbar für wen anders, sondern erstmal nur mit der Middleware. Aber wer das möchte, kann natürlich sich seinen Teil da auch dran bauen und kann halt sagen, hey, ich habe mein eigenes Modell oder mein lokal gehostetes von mir aus Modell, der kann es natürlich auch damit benutzen, klar, kein Problem. Also es ist kein Problem, muss man halt bauen, aber ist eine Fleißarbeit, ja. Also ich finde die Integration, also gerade auch das Erstellen von neuen Seiten, ist tatsächlich ja ein schwieriger Punkt. Und das aus einem Word-Dokument zu machen, das ist zwar, man möchte den Kopf irgendwo gegenhauen, aber ich glaube tatsächlich, das ist ein häufiges Problem. Also fände ich cool, wenn ihr das angeht. Was ich richtig gerne hätte, wäre so Extensions, wo ich die Accounts austauschen kann. Also wo ich sagen kann, ich bringe meinen eigenen OpenAI-Account mit oder was auch immer ich daran hängen möchte. Weil das ist das, was
dass bei, also wir nutzen relativ viel auch den Neo Sidekick und der macht auch schon viele gute Sachen, auch manches von dem, was ihr da auch habt, aber es ist, ich finde das schön, wenn es da mehrere Lösungen gibt. Aber das ist das, was mir daran nicht so richtig gefällt. Da hätte ich gerne mehr Kontrolle darüber, über die ganzen API-Zugriffe. Und das wäre auch das, was ich jetzt bei eurem System, wenn ich dann wieder eine Third-Party-Middleware habe, der ich vertrauen muss, hätte ich eigentlich gerne mehr Kontrolle drüber und würde die Sachen gerne austauschen können zumindest. Weil also ja, hast du sogar. Du kannst die OpenAI API-Keys dort eintragen und könntest für deine Instanz sozusagen deinen eigenen OpenAI API-Key hinterlegen. Was wir jetzt natürlich dort nicht drin haben, weil wir halt die REST-APIs irgendwie ansprechen, ist jetzt Module für komplett dritte Sachen. Also die müssten wir dann immer implementieren und dann könnte man die aber auch mit seinen eigenen Accounts betreiben. Also die Idee zumindest, dass man halt seine eigenen Accounts zumindest nutzt, die hatten wir auch schon. Und das ist auch drin, aber ja, wie gesagt, die Möglichkeit, da jetzt komplett andere Drittdienste reinzubauen, die gibt es jetzt in der Form noch nicht. Genau. Ja, sonst noch Anmerkungen, Fragen? Gerne. Nee. Eine Sache finde ich noch bei Textbearbeitung, dass man Texte markiert und die dann in place sich verändern. Genau. Das Pattern mag ich nicht. Ach so, okay. Weil du halt den Zusammenhang verlierst, was vorher da war. Genau, also. Du musst es dir sehr gut gemerkt haben, mach das bei dem längeren Text, dann hast du überhaupt kein Vorher-Nachher-Verständnis mehr. Ja. Da finde ich einen Dialog an der Stelle besser und dass der auch ermöglichen würde zu sagen, ja, mach mal nochmal oder passt den Query an. Aber das ist eine Kleinigkeit. Aber das ist etwas, das fällt mir bei relativ vielen Textüberarbeitungsgeschichten auch auf. Das, ist genau, also das Feedback gab es gestern auch und deswegen haben wir uns schon überlegt, also zum einen auch die einzelnen Bearbeitungsschritte erstmal rückgängig machbar zu machen. Das ist jetzt auch noch nie drin, also außer jetzt übers Neo, sage ich mal. Das ist ein Punkt und dann aber auch, wie du schon sagst, so eine Historie zu haben und eben zu sehen, wie war der Text vorher, dann mein Prompt dazu, weil ich kann auch einen Text machen und einen extra Prompt, also die habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Die Möglichkeit gibt es auch, das war dieser zweite Eintrag, da eigene Prompting sozusagen zu machen über diesen modalen Dialog, dass man das sozusagen als Historie über so einen Infobutton zumindest verfügbar macht. Was wir halt nicht machen wollten, war tatsächlich so eine Chat-GUI, die man hat, wo man das so iterativ macht. Sondern dass man halt zumindest sieht, okay, das und das ist passiert und ich kann den Prompt quasi zurückrollen und nochmal was anderes ausführen. So war jetzt die Idee erstmal. Also Sidekick hat sich inzwischen an eine ähnliche Stelle auch reingehängt und da ist der Dialog, glaube ich, ganz gut gelöst. Hm. Insofern, das ist tatsächlich, finde ich, für Textüberarbeitung ganz schön, wo man da wirklich sagen okay. kann, ich markiere einen Text, ich kann einen Query geben und sagen, überarbeite den, dann sieht man den Vorschlag, sieht man vorher, nachher. Und sagt dann Apply, ohne dass sofort das Original verschwindet. Ja, okay. Das ist tatsächlich ganz schön, weil der Chat an der Seite, das ist für mich tatsächlich auch eher so, naja, da habe ich selten das Bedürfnis danach. Ja, genau. Ja, eine Ergänzung auch zu demselben Thema. Ich habe das gerade auch kurz gezuckt. Also Sie, zumindest für den Teil, wo ihr die Edit-View sozusagen nutzt, um den Prompt selber zu schreiben. Mhm. Und da muss ich gleich denken, Neos 9, wir wissen, ist Event-Sourced und das heißt, das, was du da reinschreibst, landet persistent in dem Event-Store und wird dann zwar ersetzt, aber am Ende ist es in der Historie drin und das fühlte sich für mich jetzt gerade auch so ein bisschen falsch an, dass dieses, was ich da reinschreibe, eigentlich kein Content ist, den ich irgendwo Na, also wie gesagt, die Möglichkeit, die zweite Option ist, man kann diesen modalen Dialog ändern, öffnen und sozusagen dort sein Prompting eintragen. Die Möglichkeit gibt es, das wäre jetzt die Lösung für das Problem, sage ich mal. Wir haben halt, also in der Arbeit gerade, die wir so auch mit Redaktion gemacht haben, die haben ja gesagt, naja, ich muss noch immer klicken, dann öffnet sich der Dialog, dann kann ich erst schreiben, dann muss ich nochmal klicken auf Senden. Das fanden die einfach 2 Klicks zu viel und deswegen haben wir gesagt, okay, dann können wir quasi diesen Teil abkürzen, lass es uns dort schreiben, du musst bloß End-Button klicken und dann wird es direkt abgesendet. Das war mehr so der Shortcut-Weg sozusagen statt diesem Dialog, weil so hat man tatsächlich auch angefangen. Genau, aber das ist ja, wie gesagt, technisch geht beides, ist eher so eine Frage der Arbeit. Ich glaube, du hattest noch eine Frage. Ja, ich wollte auch nur als Feedback sagen, dass ich das wesentlich angenehmer finde, wenn das Ganze integriert ist, ne? Weil das bringt dem Nutzer nichts, dass er da ein Chatfenster daneben hat, weil dann kann er das auch gleich in ChatGPT oder wo auch immer direkt machen. Du hast halt diesen Bruch und ich finde es teilweise gut gelöst, also dass das sozusagen im UI drin passiert und ich glaube, dass das der Weg ist, wo das Ganze hingehen muss, dass diese ganzen Funktionalitäten halt integriert sein müssen, sodass ich nicht mal wissen muss, dass das jetzt, also was dahinter passiert, sondern ich einfach nur weiß, hier kriege ich eine Hilfe, hier kriege ich was als Unterstützung raus. Genau, also das war auch die Idee, weshalb wir auch gesagt haben, wir wollen halt diese ganze
ich sag mal, Abstraktion der, na, welches Modell nehme ich jetzt, welchen Anbieter nehme ich jetzt, da brauche ich einen Account, da brauche ich vielleicht noch einen anderen Account und so. Das wollten wir halt zusammenfassen, genau aus dieser Ease-of-Use-Perspektive. Also es war jetzt gar nicht so sehr, ich meine, wir machen Projektentwicklung seit 12 Jahren oder so, also wir wollen jetzt das nie als Software-as-a-Service und das ist jetzt unser Startup-Zweck, sondern das ist einfach so ein Side-Produkt, sage ich mal, um einfach den Redakteuren noch schneller diese Time-to-Market zu ermöglichen, im Endeffekt damit wir auch schneller die Rechnungen bezahlt kriegen. Das ist mehr so ein Side-Business, sage ich mal, für uns. Ne? Aber deswegen, ja, also es gibt auch eine Microsite dazu, cobot.uyami.com. Da haben wir es ein bisschen vorgestellt, die Features, und da gibt es auch schon erste Ideen für ein Pricing-Modell. Aber wie gesagt, wir sind eher eine Firma Entwicklung und projektorientiert. Das müssen wir mal schauen, wie das so funktioniert. Und gestern gab es auch schon viele Vorschläge, wie das Pricing-Modell aussehen könnte und ob man dann die Tokens, die man in dem einen Monat nie verbraucht hat, dann in den anderen mitnehmen kann und so eine Sachen. Das werden wir dann sehen. Also die Idee ist, dass wir ab November sozusagen eine Beta-Phase machen, wo man das auch schon buchen kann und wo man es einfach mal ausprobieren kann. Dadurch, dass die Neos Extension ja dann public ist, kann das auch jeder in sein bestehendes System integrieren. Muss sich halt bei uns nur einmal quasi diesen Account anlegen, damit er den API-Key kriegt und dann kann man das testen. Ja, werden wir mal schauen. Cool. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Danke nochmal, Micha. Genau, wir würden jetzt eine Viertelstunde Pause machen und dann ja, geht es ja mit dem interaktiven Diskutieren gleich weiter zum Thema, welche AI-Tools nutzt ihr so oder auch nicht. Genau, welche Erfahrungen habt ihr damit? Genau, würden wir uns jetzt dann 11.15 Uhr quasi dann wieder hier für einen Erfahrungsaustausch treffen. Ich würde vorschlagen, ich würde dann versuchen, so ein bisschen in diesem Draw.io mitzuschreiben sozusagen, was dann die Diskussion ist, damit wir dann noch ein bisschen was haben, wo wir uns dran erinnern. Genau, ja, ich freue mich drauf. Dann bis gleich.